Servus Leute, was geht? Wir spielen heute TTT zusammen mit Adler, Urk, Erdnuckel, Laura, die Pinguin heißt, und Kümmel. Und hey, bei mir und ist Atua. Wie gerade auf Pinguin. Schau dir mal an. Nur noch mal kurz verkneifen. Da moderieren wir schon mal an und dann werden wir gleich wieder. Oh, hallo. Ja, Laura hat mir gerade mit der Pumpgun angeschossen. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Hinter dir war noch jemand. Ich bin hier dazugekommen. Ich habe nur nicht aufgepasst, dass ich hab das vermarkt. Ich hab nichts gemacht. Ich war gerade bei Fabi. Ich hab noch 13 Leben. Danke, du warst doch gerade bei mir. Ja, und davor war ich bei Fabi. Auf mich geschossen mit der Pumpgun. Ich hab nichts gemacht. Rein gar nichts. Schaut auf meinen Channel, das ist so. Ja, bevor die Folge am besten draußen ist. Das war reiner Zufall. Nix reiner Zufall. Namentlich genannt. Alles klar, Mann. Behalte dich im Hinterkopf. Manu, hallo, mach keinen Scheiß. Zwei. Da kommt schon wieder eine Granate. Die hat doch Urgeschmissen. Warum suchst du mich? Ich will nicht fliegen lernen. Weil ich dich noch nicht einmal gesehen oder gehört habe. Ach, da bist du ja. Hallo, Kunde. Wieso bist du schon fast tot? Gott, hört mir keiner zu! Alter, Kümmel! Fall aus! Da war schon wieder ein Pumpgun-Schuss. Die Sache ist, hier hat alles und jeder eine Pumpgun. Ja, weil da irgendwie so 2-3 von rumliegen auf der Karte. 2-3 im Startraum liegen 20 rum. 2-3 Tische voll, meinst du? Ja, das passt eher. Kümmel. Was? Kümmel kam aus der Richtung und Laura ist tot, sonst hat's keiner gecallt. Ja, oh. Dann? Wo bist du hin? Was ist denn? Noch wen anders getötet. Der Geschoss. Hat irgendjemand anders tot. Wo war sie vorher? Im Obergeschoss, im Untergeschoss? Ich hab sie, also im oberen Geschoss lag Laura. Da, ja, jetzt habe ich gleich auch gesehen. Kümmel, wo bist du? Hallo, Fabi. Irgendjemand macht da die Türen gerade immer zu. Die gehen automatisch wieder zu. Ach so. Ich wundere mich, warum die Türen vor mir immer zugehen. Irgendwas ist explodiert. Eine Brandgranate, okay. Ach, die sollen nicht weggehen. Noch eine? Wie viel hast du davon? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich den ganzen Tisch voll. Aua. Nein, nicht noch eine. Fuck. Komm raus und stell dich, du bist umzingelt von zwei Leuten. Aua, verdammt. Da ist ein Nubbel. Ich bin der Shooter-King, ich weiß, was du bist. Da fallen alle Feinde um. Ich bin der Shooter-King, ganz früh am Computer. Also, ich bin der Bot gebaut? Im Internet, wenn ich mich mit den Kindern setze. Ach Gott, man kommt halt nicht hin. Ja. So. Oh, Scheiße. Oh Gott, ich krieg mich gerade nicht mehr ein. Im Zweifel schaut Kümmel aus wie ein Nuggel. Was? Nein. Nein, es war jetzt mehr so eine ich bin Notiz ich. An mich selbst. Aber danke. Es wäre eigentlich eine gute gut gewesen, hier eine Identität zu klauen. Nuggel, sag was. Ich habe gerade auf dich geschossen. Das ist nicht Nuggel. Ach nee.
Das bin ich. Ach nee. Ich hab Zeit. Ich kann in 2 Minuten hier noch lustig rumrennen. Huch! Fuck! Was denn? Keine Granaten mehr übrig. What was this? Das hat mich selber jetzt gerade verwirrt. Was hast du getan? Schade. Ja! Komm, hast du wirklich alle Granaten geworfen? Nee, das war nicht. Ich habe keine einzige Granate geworfen. Das war ich, aber ich bin. Sind wir gerade ineinander gesteckt oder was? Nein. Was hast du eigentlich geschossen? Ich konnte mich nicht bewegen. Ich hatte geschossen und dann hatte ich gesehen, dass ich keine Muni mehr hatte und dann. Das war die komische Runde auf jeden Fall. Also warst das jetzt du, Nuggel, der da rumstand, oder war das Kümmel? Das war Christian. Na, ich hab da an die Granaten geschmissen und wie ich dann raus wollte, hab ich mich mit Kümmel irgendwo da in der Tür verhockt und bin immer weggekommen. Ja, aber du hast doch vorher schon gar nicht mit Manu geredet. Deswegen, ich hab grad echt auf dich geschossen. Da war ich schon. In diesem Gang, wo das ganze Feuer war, ich hab dich gebeten, was zu sagen und alles, weil ich hab ihn mitgekriegt haben von dem. Wir haben heute voll die lausig lange Leitung. Ja, echt? Ja, irgendwie stehen wir alle. Ich hätte dich erschossen, hätte ich dich gesehen, weil ich dachte, du bist dann der letzte Traitor, oder? Ja, ich habe die Identität, das war für mich perfekt. Ja. Das war aber echt nicht blöd gemacht, muss man dazu sagen. Und das war halt einfach bescheuert gemacht vom Nuggel. Ich verbrenne gerade fürchterlich. Das war irgendwie von Kümmel her. Kümmel hat das einfach nur angenommen, aber es war bescheuert von Nudel. Wieso hast du denn nichts gesagt in dem Moment? Ich hab's nicht mitbekommen durch die ganzen Granaten. Ja, geil. Du warst mit Granatenwerfen beschäftigt. Ja, richtig. Auf. Jawohl, Rösti. Rösti, Laura. Wo ist die Pommes? Na, Nudel? Nuggel. Geh weg. Oh, ich hab mir schon wieder wehgetan. Ich hab noch 6. Ich war das, Entschuldigung. Alter! Manu! Ich hab bloß eine Blattgranate, wenn du reinrennst. Ja, das Problem. Ich sehe ja die Animationen nicht. Ach so, stimmt. Ups. Ich sehe die scheiß Brandanimationen nicht. Das erzählt sie uns schon seit einem halben Jahr. Ja, deswegen renne ich auch freiwillig da schneller rein. Merkt ihr denn das nicht, dass die Frau farbenblind ist? Die sieht einfach Rot-Gelb-Schwäche. Das Christian! Hoffnung mal verloren gegangen war. Wieso ist denn dieses Büro so trostlos gestrichen, diese weiß-grauen Wände? Boah, werden hier so gefurzt. Ja, klar. Alter. Fabi. Fuck, Mann. So ein Lacker. Ja gut, ich hatte nicht mehr viel Leben durch die... Aha. Ich hatte ja Pech, dass du da standst und dann, dass ein Kümmel da war. Ich wurde zum Beginn der Runde schon ziemlich geröstet. Die Tür. Ja, dann habe ich von Fabi noch irgendwas draufgekriegt, wo ich dann nur noch 6 Leben hatte. Nicht bei mir. Du hast ein 6 Leben. Okay. Ich muss wieder ernsthaft für eine Cup nochmal 750 Gramm. Ja, Nugi, da bist du jetzt neidisch drauf, ne? Nö, also das Handy von dir möchte jetzt nicht unbedingt haben, was da an vibriert. Das ist meins. Fabi, ich wollte sagen, das ist das von Fabi. Ich glaube, 9 Kammer weniger und Urk wird gekickt, gut, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich hab das genau abgepasst. Wenn jetzt du das Handy als erfüllte Sexleben siehst, ja gut, dann. Wenn dich dauernd jemand anderes. Was? Das sind die typischen Bürogespräche am Morgen. Ja, klar, das ist so das Erste, an was ich. Sex und Kaffee. Sex und Kaffee, ja. Tee bitte. Ja, Kaffee, ein ganz feiner. Schokomilch. Ja, ich bin auch eher bei Tee und nicht ja, bei... Ich auch. Eine wunderbare Tee. Ich hab bloß eine Disco. Wortkorb kommt die Theologie. Und dieses Orange, Theodorant. Das macht mich ganz depressiv. Ah, Urk. Das ist vor allem viel zu hell, das Orange. Das sticht Kaffee voll in die Augen. Ich finde diese Farbe wunderschön. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Das ist zu hell. Das ist doch nicht normal. Ich mag Orange. Ich bin rothaarig.
Ja, na und? Aber ich glaube nicht, dass du so eine Haarfarbe hast. Klar, Fabi. Ja. Ein bisschen wie ein Jacknallig. So. Ja, guck. Wer ist am meinem Platz? Noch... So. Lebt eigentlich noch jeder. Oh, schon wieder. Oh, geh weg. Wo ist denn der Chef hier? Aua, Nuggel schießt. Au. Du hast also, eine Scheibe. Ja, das ist doch eine Dachsknarre. Ja, und der ehrlich, Nuggel, voll die lässt mich nicht mehr aufhören. Ich bitte noch einmal. Ich darf nicht mal ausreden hier. Eigentlich hätte euch das alle also klar sein müssen, weil ich den Satz gerade angefangen habe. Ich war mittendrin. Also ich hab's dir gerade angerufen. Ich will zum Chef. Ich brauche Urlaub. Ich will Urlaub beantragen. Ich will mich beschweren. Ich komme mit meinen Kollegen nicht klar. Ich will Urlaub beantragen. Bist du noch in der Probezeit? Nein. Der Kaffee schmeckt scheiße, gefeuert. Fristlos? Sag bitte fristlos, dann kann ich mir neue Kollegen suchen. Nein, aus betriebstechnischen Gründen. Der Stromverbrauch vom Handy ist zu groß. Das musst du Fabi sagen, nicht mir. Meins ist jetzt aus, meins war das auf jeden Fall nicht. Oh, okay. Ah, hier ist eine Tür. Ja, aber Laura hat sie jetzt bestimmt draufgesetzt. Na, oh, was? Jetzt hören wir es nicht mehr. Was hab ich? Aufs was? Handy draufgesetzt. Die hören es ja nicht mehr, wenn es vibriert ist. Nuggel, das ist nicht mein Handy, das ist Fabis. Nicht mehr. Ja, ich weiß auf Stumm. Also doch. Naja, ist ja doch auf Vibration, sorry doch. Stumm, also hallo, wirklich. Das vibriert auch nicht. Auf der Arbeit wird das Handy ausgemacht. Ja, also ich muss jetzt... Wow, Laura! Der Chef hier? Ja. Wolltest du mich gerade umbringen mit dieser Nein. Falltür? Nein. Ich glaube, Laura wollte mich gerade mit einer Traitor-Falle umbringen. Hallo, Urk. Zumindest hat sie gerade gesehen, dass ich da lang gelaufen bin gemacht. Und hat genau in die Richtung geschaut. Ich hab nichts gemacht. Ja, ich hab grad du bist ständig hinter mir. Ich muss ständig aufpassen, dass ich nicht geschossen wird, weil ich momentan immer die Erste bin, die stirbt. Also du warst die Einzige, die genau weiß, dass ich gerade an dieser Stelle... Du bist vielleicht auch am leichtesten zu töten. Oh, super, danke. Die Brandgranate war... Das hört man gern, Fabi. Immer für ein Kompliment bereit. Ja, ich merke. Na komm hier bei dir. Ah, nein. Hallo. Nein! Geh weg, du blöder Stuhl. Laura, komm da raus. Das ist eine Itze. Nein! Ach komm, ich häng fest. Manu will mich umbringen und keiner von euch macht was. Nein, ich wollte dich nur aus diesem Eck rauslocken. Ich habe vorgewarnt. Ja, genau. Manu, du bist mir immer unsympathischer. Okay, was war das? Inzi? Ich hab eine Inzi in den Gang geworfen, ja. Okay. Aus betriebstechnischen Gründen. Hallo, Fabi. Hi. Was war das denn? Da ist schon wieder jemand tot. Ich hab's gemacht. Da sind zwei ins Loch gefallen, dass ich auch beinahe reingefallen wäre. Welches Loch? Also da hinten drin, wenn du den Gang gerade durchgehst, diesen grauen, da geht ein Loch auf. Also Nuggel, wie du in dieser Topfpflanze verschwindest, ist einfach... Ja, ich bin da im Busch! Ich bin ein Grünzeug. Dann rasier dich doch. Du bist was? Ich bin eine Blume. Work. Hallo. Laura ist da, ja. Ja, ich bin da. Ich wollte ja nur nochmal sagen, damit Christian das auch mitkriegt. Mhm. Er hört nicht mehr so gut. Ja, ich weiß, er ist immer noch fortgeschritten. What he say? Hä? Okay, Laura, du bist tot, du bist so tot. Ich hab Laura und Christian waren gerade bei mir in der Nähe und die Falltür geht hier ständig auf. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob das wirklich Laura ist oder ob die automatisch aufgeht, wenn die drüber läuft. Ich hab nichts gemacht. Weil da sind halt irgendwie drei Leute durchgelaufen und ich glaube bestimmt. Okay, ich gehe dran vorbei. Wenn ich dran vorbeigehe, löst die aus. Okay, gut, wenn ich dran vorbeigehe, löst die aus. Ah ja. Das ist natürlich kacke, weil jetzt kann man halt nicht mehr genau mitzählen, wie viele da unten liegen. Drei oder vier. Das heißt im Grunde der ganze Rest. Ja.
Also ich bin Enno. Tut mir leid, wenn ich da irgendwie skeptisch bin. Ich hatte so viele Gelegenheiten, Leute alleine zu erschießen. Du kennst mich doch. Genau deswegen bin ich ja skeptisch. Und außerdem wäre so eine Falltür, das wäre doch viel zu schlau für mich. Wenn die automatisch aufgeht, musst du ja nichts machen. Ja, die muss man ja bestimmt irgendwie aktivieren oder so. Das wäre ja sonst ein bisschen OP, ne? Naja, es gibt auf manchen Maps, die laufen auch einfach so. Dann musst du ständig aufpassen, was du machst. Gut. Manu, lauf einfach von mir weg und dir passiert nichts. Ich bin ja, hallo, Laura. Hallo. Jetzt haben wir irgendwie so ein mexikanisches Standoff. Komm. Blöde Falle einfach nur. Erinnert euch an mich als einen Helden. Ja. Machen wir. Ich habe mich mutig in den Bumerang geworfen mit voller Absicht, um Manu die Chance zu geben. Also. Wir werden dir ein Denkmal errichten. Kümmel, ich erscheiß dich das nächste Mal. Oh, was? Was? Hast du gerade erscheißen gesagt? Ja. Ja, weiß ich, warum erschießen. Erschießen sie nicht. Ja, ja. Echt? Ja. Also. Komm, jetzt erschießen, weil ich kann da durchfallen. Kümmel. So, deshalb. Gewagte Farbe, aber du kannst sie tragen. Danke, danke. Ja, wie gesagt, ich bin noch gar nicht richtig wach. Ich bin so. Achso, im Dunkeln in den Schrank gegriffen, das erklärt's auch. Ja. Also, ich bin sowas von Inno. Ja, ich hoffe ja bloß, Hallo. Dass ihr heute bei der Aufnahme nicht so unter. Ein Fall von Pink. Sherlock Holmes. Ja. Beim letzten Mal da. Ja, klar. Du, was? Und du passt da jetzt besser rein als ich. Wieso das denn? Ja, wir haben eine Aufnahme, da hat Kümmel von sich gegeben, dass sie unter der Brust schwitzt, weil es gar so warm ist und das war also richtig. Ups, hallo Nuggel. Ja, aber das hat sich schon ja, ein paar Mal gesagt. Weiter. Ach, das ist Urk. Wer kommt da? Echt? Hallo. Gott, nee, ich schwitze nicht unter der Brust. Die Falle war gerade auf. Aha, ja, die geht, glaube ich, automatisch auf. Was denn? So, wo man akustisch das Teil mal und Die liegen hier rum, ich habe auch schon eine andere. Die liegen hier rum. Wo ist das Teil? Ich habe hier keine andere Waffe gesehen, also die direkt am Spawn. Doch, also ich hab letzte Runde eine M14 gefunden. Dann kannst du mich gerne erschießen, Manu, wenn du das möchtest. Nee, wenn mir die anderen das bestätigen, dann ist das gut genug. Okay. Das ist schön. Das hat mich halt echt gerade nur gewundert, weil ich bisher nur am Spawn Waffen gesehen habe oder halt Pistolen. Ja, du musst ein bisschen suchen. Es gibt hier überall auf dem Map immer so random ein paar Waffen, andere. Ja, ich hab noch eine Pumpgun gefunden. Hey, hallo, Fabi. Hallo. Ist, glaube ich, irgendwie gerade gestorben mit was ist das hier? Oh, aua! Wer schmeißt hier schon wieder diese blöden Brandgranaten? Kann die jetzt irgendwie Smokes ausmachen? Oh Gott, dieses Büro, das macht mich depressiv hier. Ach, ein Uhrleuchter. Weg. Diese Farbe. Offenbar nicht. Wow. Weg. Das hier ist, glaube ich, der Trader-Raum oder was? Wenn ich Error sehe. Ich bin bei meinem Büro angekommen. Keine Ahnung, aber wenn du diesen Lastaufzug meinst. Trader-Raum. Ja. Fabi. Ja. Was? Ich hab dich nur gesehen. Ist alles in Ordnung. Hallo. Ich dachte schon, du hast mich entlarvt. Ja, Fabi. Oh. Ja? Dunkel ist was bei denn? Mir. Wer sonst? Da ist jemand gestorben. Der ist drin in die Falle. Der ist in den Aufzug drin. Oh, meine Haare kitzeln mich schon wieder. Ja, da ist er drin. Einfach abrasieren. Was? Nein! Oh Gott, ich würde du das machen würdest, Fabi. Ich? Ja, du! Ja? Christian, was? Was? Jedes Mal, wenn ich den Friseur gehe, das geht auf 6 mm runter. Oh Gott. Da ist der nächste gestorben. Da ist noch einer gestorben. Bin ich alleine? Nein! Da ist noch einer tot. Jetzt echt jetzt? Ihr verarscht mich. Nein! Ich will nicht! Ich will doch nicht! Ich hab noch nicht mal mitgekriegt. Ich glaube, Laura ist tot. Ich hab noch nicht mal mitgekriegt, wer Traitor ist.
Nö. Ich, ganz ehrlich, die Schiss haben, die kommen immer weiter. So. Aha. Muss noch mal ein Virus hier bearbeiten. Aha. Ich muss den Virus entfernen. Ja. Bist schon dichter. Was bitte? Immer mitten in die Fresse rein. Also immer wieder in der Falle. Nee, das Problem hatte ich nicht. Ich glaube, das war bei mir im Bumerang, kann das sein? Ja. Wer war denn jetzt? Ich hab jetzt zwei mit Bumerang. Ich hab die Tür aufgemacht und du warst dahinter und er ging immer mitten in die Fresse rein. Ich hab direkt darauf auf die Tür und hab dich kein Stück gesehen. Echt? Ich habe gerade herausgefunden, als Geist, es gibt eine zweite Falltür. Was? Der Knall hat schon wieder in so eine scheiß Falltür gelaufen, diesmal als Geist. Das Problem ist halt, dann stirbt man nicht mehr, sondern hockt einfach in diesem Schacht drin, bis einer irgendjemand erschießt. Ich hätte aber, selbst wenn ich gesagt hätte, ich mach mit, ich hätte gewusst, wie ich da wieder reinkomme. Innocent. Ich kann nicht mehr. Ja, okay, Christian's gesagt. Auf also hier geht. Genau, Pingu, wo du gerade durchgelaufen bist, ist der zweite Schacht. Ach, da ist noch. Oh, okay. Genau da jetzt hier Nuggel, du bist gerade auch dort vorbeigelaufen. Das macht mich depressiv, ja. Gibt's den dann nur im Deathmatch oder gibt's den auch? Ich hab keine Ahnung, ich bin da gerade reingefallen. Das war auch irgendwie so ein auslösbares Gedöns, wie es eben normal war. Aber ob man den halt auch auslösen kann oder keine Ahnung wie. Vielleicht hat der Ersteller einfach mal vergessen, das Ding zu aktivieren oder so eine Hand dazu gemacht. Au! Kannst du bitte aus meiner Feuergranate rausgehen? Ich möchte nicht gekickt werden, danke. Ja! Hallo! Ja. Warum schmeißt ihr welche? Ihr wisst, ich sehe die Scheißdinge nicht. Ich schmeiß keine Feuer. Es hat was gepiept! Es piept was! Es piept hier was! Es. Da, an der Wand! C4 an der Wand! Ja, dann geh doch weg! Wo? Entschärf es! Nee! Kann ich draufschießen? Nein, ja, wenn du sterben willst. Wenn du entschärfst, dann ist der Explosionsradius kleiner. Fabi ist Traitor. Ich weiß nicht, wo die ist. Fabi ist definitiv Traitor, er hat mich gerade auf 22 runtergeschossen. Wo? Im Treppenhaus, ganz in der Ecke, da wo die Kamera hängt. Ich warte jetzt, bis sie explodiert. Ist gleich soweit. Christian, geh mir mal auf den Weg. Der ist gerade runter, der ist runter. Hä? Der ist runter, er ist unten. Toll, bin ich jetzt alleine? Nein. Okay. Nur mal so, ich bin im Hauptraum, also im Startraum. Also wenn jemand kommen möchte und sich duellieren möchte. Manu ist auf jeden Fall nicht mehr allein und Manu ist nämlich tot. Okay, im Startraum ist eine Falle mit Gift, die ihn umbringt. Oh, das habe ich nicht gewusst. Hättest doch nicht hinkommen sollen.
Ich bin der Shooter-King. Scheiße! Gute Spiele sind und ganz viel Bumm. Oh, der Tune geht nicht mehr. Was für mich? Am Computer hin, ich bin der Boss im Internet, wenn ich mich mit den Kindern fetz. Dankeschön. Super Vorstellung. Scheiße. Wir sind stolz auf dich. Dachte, du rennst an mir vorbei und ich konnte immer schon so batzen. Das war eine schöne Runde. Wie ist eigentlich der ganze Rest da plötzlich gestorben? Ich glaube, das war die C4, aber wo war ich die? Ich bin auch wegen dem C4 gestorben, aber ich war gar nicht mehr in dem Raum. Ich war auch nicht in der Nähe. Das Ding hat einfach einen Radius. Das ist egal, ja, ob du im Raum bist oder nicht. Deswegen habe ich doch gesagt, entschärfen. Ja, ich wusste ja nicht mehr, wo das Ding ist. Machen können. Ich war ja schon tot, so fast. Ja, aber das Ding ist, das piepte ja schon so schnell. Da brauche ich ja gar nicht. Da ist die Chance höher, dass man erfolgreich entschärft. Ja. Ich weiß noch nicht mal, wie man entschärft. Ja, Tito. Und dann soll ich entschärfen. E und dann sind da 5 Kabel und eins davon kannst du zerschneiden und. Aha. Guck mal auf mein Karma. Ist weg. Oh. Ein Punkt vor Kick. Ein Punkt. Ups. Echt? Ja, dann darfst du jetzt keine Brandgranaten mehr schmeißen. Nee, erstens halte wieder unten dich wieder. Da ist er mit gestorben. Nuggel schießt. Da hat sich sehr nach. Okay. Alles klar. War ein Bumerang? Nein, das war die Falltür, verdammte Scheiße. Ich hab nur den Kopf gedrückt. Immer noch rein. Bei mir ist es mehr ein Let's Watch, als dass ich tatsächlich irgendwas. Also das war ja schon näher, sehr nah am Random Kill dran. Was? Ja, hier was im Nugel gerade abgezogen hat. Hallo. Er kommt durch die Tür. Scheiß großartig, da ist jemand gestorben und kommst aus der. Weil ich hab den Sturz gehört und so weiter und. Oh. Ja, weil ich auch der Einzige bin, der da in der Nähe gewesen sein kann. Ja, logisch, es war halt jetzt eine Kurzschlussreaktion. Mein Gott, ist da was? Aber wie du siehst. Hey, also. Ja, Zufall. Ja. Ich hab's im Urin. Wir haben uns alle lieb. Manchmal nee, geht's so. Nicht, aber. Zonk. Hallo, Nuggel. Au! Da schießt der? Was? Was war das? Was war das jetzt? Scheiße, war das gut! Oh Mann, Manu, lass mich doch mal freuen, Mann, bevor du mich erschießt. Ja, nee, direkt ins Gesicht jetzt hier mit der Schrot, kippt nicht um. Ja! Gib mir einen One-Shot zurück. Alles in Ordnung. Ein schönes Spiel. Aber das hat nicht so gut gerade. Das war jetzt aber mehr als übel, ja. Das war jetzt übermäßig kurz. Oh, wie lange haben wir noch bis zum Map-Wechsel? Oh ja, okay. Nach der Runde. Ich häng mich mal an Fabi ran, weil ich schulde ihm noch einen schnellen und unehrenhaften Tod. Ich häng mich mal an Uhr. Also ja, geht's. Ich bin Inno. Also wenn gerade alle sowas treiben, Nuggel? Nee, ich mach ja. Das. Wo bist du? Trader! Raum. Ah, oh, das Mann, ist nicht Nuggel. Nein, das ist nicht Nuggel. Ich bin im Trader-Raum. Passt auf, ich hab die Feind aktiviert, gell? Aha. Spaß gleich. Na, no, Mann. Natürlich. Aha. Guck ich um die Ecke. Wird mal wieder Zeit für eine Schildkröte, oder? Spaß gleich fällt der selber rein. Nuggel. Ja. Du kannst ja Fabi wieder reinlaufen lassen. Nicht schon wieder. Da stehe ich die ganze Zeit an der Scheißfalle. Ja, die ist aber aktiv. Okay, ich probiere es mal aus. Wenn ich jetzt wieder sterbe. Tja, dann hast du Pech gehabt. Kann ich jetzt auch schießen, wenn ich sie im Urin hab? Fabi, hi. Darf ich jetzt auch schießen, wenn ich sie im Urin hab? Ich hab sie ausgelöst. Ja, dann... Was? Ja, man kann dran vorbei. Trau dich. Feigling. Spring doch nicht rein. Ja, die geht jedes Mal, wenn man drüber geht. Aha. Feigling, ja, trau dich. Ja, aber nur, wenn sie einmal bereits aktiviert wurde. Manu, ja, aber Christian hat nicht gesagt, er aktiviert sie. Ja. Du wolltest deinen komischen, unehrenhaften Zweikampf mit wem anders abziehen. Husch! Ich stehe hier nur auf dem Sofa. Ja, hast du mir gerade gehuscht? Hat dir schon mal jemand in die Sicht geschossen? Was? Da, guck. Ich kann sie auch. Guck mal, du bist gerade irgendwie komisch dagestanden.
Hä? Ich bin komisch da gestanden? Urg, lass uns unseren unehrenhaften Zweikampf alleine durchführen. Du hast deinen eigenen unehrenhaften Zweikampf. Du stehst auch gerade komisch da. Du backst in der Tür. Darf ich nicht mal zugucken? Das ist sehr verdächtig. Nein, weil du bloß den Sieger erschießen wirst. Fabi, das ist nicht Gentleman-like. Man macht einer Frau, hält man die Tür auf. Und man haut sie. Ach komm, das ist Fabi. Das kannst du nicht erwarten. Der ist noch so jung. 8:21 werde niemand. Mach die Tür auf! Wenn ich jetzt sterbe. Dann ist es Kümmel! Wieso habe ich eigentlich gerade Schaden gekriegt und woher? Tschüss, ich weiß nicht. Chris hat irgendwo die Worte. Ah, sag mal, wer ist so frech? Manu! Der ist auf meinen Kopf gelaufen! Was? Also wirklich? Ja, der ist. Okay. Manu besteigt alles, was nicht. Brandgranate? Ja, mir brauchst du das nicht sagen. Ich sehe das aber sehr nett. Die Kümmel ist nied- und nagelfest. Was? Das nagelfest bestimmt nicht. So. Ganz ehrlich, das ist voll mies mit diesen orangen Oberteilen. Da wird mir noch schlechter. Also, ich würde ja so hier schon kirre. Ausziehen. Ja, mach doch. Hä? Wer ist da gestorben? Es ist jemand reingefallen. Ich hier. Wo? Na, hier. Ich falle. Kannst du sehen? Ja, da liegt da. Das ist Fabi. Ja, und du bist auch da. Wer ist denn tot? Ich Schaden bekommen habe. Also Fabi ist da, Manu ist da, Urg ist da. Christian ja. Laura. Christian ist da. Also Laura. Da ist gerade die Falle aufgegangen. Ja, wenn ich dort vorbeigelaufen bin, du Schnackzapfen. Ja, wie gesagt, du musst den Trader trotzdem wenigstens einmal aktivieren. Ich fand sie irgendwo. Allein in Mexiko. Anita! Anita! Ui, Fabi, das war schwungvoll. Das mit Stil und Eleganz gewissermaßen. Was? Du bist gerade aus dem Raum rausgekommen. Warum bist du? Nein, bin ich nicht. Doch, ich die Tür ist offen. Raum rausgekommen. Ich bin die Treppen runtergekommen. Die Tür war offen. Warum sollte die offen sein? Was? Ich weiß nicht, wo der Trader-Raum ist. Nein, das ist ja nicht der Trader-Raum, aber du bist gerade aus der Tür rausgegangen. Ich bin aus der Tür, die du gerade durchläufst, bin ich rausgekommen. Frag Urk. Warum war da die offen? Hier, wo die Hand leuchtet. Fabi, will mir schon Sachen unterstellen. Nee, ich hab bloß gesagt, dass du aus der Tür rausgekommen bist. Christian! Ja. Oh, wenn Andrea so vertraut. Wenn du so vertrauenswürdig auf mich zukommst, dann mache ich gerade lieber die Kohlfette. Ja. Bing, bing. So anhänglich. Wenn du so anhänglich bist. Wie ein Flummi. Ich bin Flip, der Grashüpfer. Ich hätte jetzt eher gesagt, da wie die dicke Hummel, aber. Alter, Christian. Ja? Für diesen Spruch kriegst du. Oh ja, ganz ehrlich, komm. Soll ich noch frisch Kaffee aufkochen? Da ist eine tote. Achso, die Leiche habt ihr ja schon. Da gewusst. Ist eine tote Leiche. Da ist eine tote Leiche, ja. Das haben Leichen so an sich. Zumindest meistens. Echt? Achtung, wann geht die? Kümmel ist es. Nein, echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht, Fabi. Wow! Sherlock Holmes on Tour! Ich hab's gewusst. Ich hab mich schon gefragt, warum die Falle nicht aufgeht, wenn du draufstehst. Ja, das Problem ist, ich konnte mir ja gar nichts anderes mehr kaufen. Aber daher, dass ihr ja nicht so schön in die Fallen gelaufen seid wie sonst, hat sich das erledigt. Oh nein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut bei den anderen vorbei und ciao. Tschüss. Tschüss.